Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Du, man hat mich beim Bäcker abgelichtet, als ich gerade mit der Brötchentüte bei Sarah Wiener rauskam. Unmöglich. Und zum Glück hatte ich nicht meinen rosa Merkel aus Marzahn Jogginganzug an, du. Immerhin den Blazer. Aber die Haare, du. Bad Hair Day, sag ich nur. Oh, was soll ich sagen? Früher hätte ich mich darüber aufgeregt, aber heute sage ich, fuck it. Die neue Scheißegalität der Ex-Kanzlerin. Ich werde auch nicht gegen diese RTL-Komödie Miss Merkel, ein Uckermark-Krimi, vorgehen. Ein Wortspiel wie Miss Marple und Miss Merkel reicht den armseligen RTL-Redakteuren schon, um es ins Programm zu hieven. Das Drehbuch brauchen wir gar nicht mehr zu lesen. Schlimm. Aber immerhin werde ich von Katharina Thalbach gespielt. Du, das ist ja eine Top-Schauspielerin. Braucht aber anscheinend auch Geld. Es muss nicht immer Arte sein, lalala. Oh, ja, ich komm, ja. Du, ich muss los, Justin. Joachim. Und wenn RTL anruft und nach Namensrechten fragt, 500.000 in kleinen Scheinen. Was? Oh, brauchen wir, weil Robert uns demnächst die Gasheizung abdreht. Schaui. Ach, da ist er ja. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Frau Ex-Führerin. Sag mal, dein Ernst mit dem Verbot von Öl- und Gasheizungen? Ich meine, wir müssen ja langsam mal ernst machen, nicht? Ist ja erst in 30 Jahren. Und wenn die Berechnungen der Klimaforscher stimmen, brauchen wir in Deutschland ab 2040 gar keine Heizung mehr. Ja, genau. Passt doch alles. Genial. Robert. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.